Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von 7 vs. Target. Zahlen, Daten, Fakten. Wenn du wissen willst, was ich damit meine und wie sie aussehen, bleib dran. Ja, Zahlen, Daten und Fakten. Was machen wir heute? Wir gucken uns die Geschwindigkeiten an. Also die FPS bzw. Meter pro Sekunde Werte. Außerdem rechne ich euch das Ganze dann in Joule um und dann bewerten wir einmal jeden einzelnen Pfeil. Das Ganze machen wir heute nur mit der Compact. Nächstes Mal benutzen wir dafür dann die Tactical mit 55 Pfund. Danach benutzen wir die 90er Pfund Wurfarme und im Anschluss testen wir dann auch den 120er Wurfarm. Natürlich nur mit den Pfeilen, die auch wirklich dafür zugelassen sind. Da fliegen bei 90 ja schon ein paar der Teilnehmer raus. Bei 120 sind es noch mehr. Aber heute, wie gesagt, der 35er Bogen. Wir gehen jetzt jeden einzelnen Pfeil einmal durch. Das heißt, wir schießen ihn einfach mal mit der Compact durch den Chroni und am Ende wird das Ganze umgerechnet in Joule. Und natürlich auch in FPS. Nicht wundern, das Video ist in zwei Teilen aufgenommen worden. Ein Teil vorher und ein Teil jetzt. Und in der Zwischenzeit hat sich der Hintergrund geändert. Wie man vielleicht sieht, da hängt jetzt ein Fenris, kein Whipshot mehr. Wieso, weshalb, warum? Das alles erfahren wir dann später im Fenris-Video. Ach, außerdem wird sich noch das Red Dot ändern. Ich habe jetzt einen Flip-Up-Red Dot. Bei den Tests hatte ich noch das normale Red Dot. Wir testen in folgender Reihenfolge. Der erste Pfeil, den ich ins Magazin lade, ist der Botkin von Expo FMA. Der zweite Pfeil ist der Deep Penetration von Expo FMA. Der nächste Pfeil ist der Botkin von Winifred Mira. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn einer von euch Arabisch spricht. Und der nächste Pfeil im Magazin ist dann der Kriegspfeil von diesem Hersteller. Damit wir keine Fehlmessungen kriegen, regle ich das Licht ein bisschen runter. Weil ansonsten stört das Licht von oben hier die Sensorik und dann haben wir totale Fehlmessungen. Das wollen wir natürlich nicht. So, wir starten. Botkin von Expo FMA. 41,2 Meter pro Sekunde. Der Deep Penetration von Expo FMA. 40 Meter pro Sekunde. Glatt. Als nächstes der Botkin von Winifred Mira. 40 Meter pro Sekunde. Als nächstes die Kriegsspitze von Winifred Mira. 37,9. Eigentlich war das jetzt wenig überraschend. Der schwerste Pfeil ist natürlich auch der, der am langsamsten fliegt. Die nächsten Pfeile in unserer FPS bzw. Meter pro Sekunde Messung sind die Pfeile von Gogan. Wir starten hier mit der Übungsspitze, gefolgt vom Botkin, gefolgt von der Jagdspitze. Und zu guter Letzt kommt dann der Saxon Warbolt. Und natürlich wieder das Licht runterregeln. Die Übungsspitze. 40 Meter pro Sekunde und wir sind deutlich zu weit oben gelandet. Als nächstes der Botkin. 39,8. Jetzt kommt die Jagdspitze. 38,8. Und jetzt wird es sehr interessant, der Kriegspfeil. 36 Meter pro Sekunde. Boah, hier leidet natürlich jetzt die Scheibe enorm. Aber gut, alles für die Wissenschaft. Ist ja nur die gute Slidark Premium Scheibe für 170 Euro. Die nächsten Kandidaten für den FPS bzw. Meter pro Sekunden Test, Yak Archery. Wir starten mit der Übungsspitze, gefolgt vom Botkin. Und im Anschluss kommt die Hybridspitze. Die Übungsspitze. 40,3 Meter pro Sekunde. Der Botkin. 38,5 Meter pro Sekunde. Und der Hybrid Botkin Broadhead Mix. 36 Meter pro Sekunde. Und ja, auch der zerlegt uns unsere Scheibe im Handumdrehen.
Bei Jack Archery müssen wir diesen Pfeil noch nachreichen. Ist eigentlich nicht von Jack Archery. Aber wie ich ja schon im Vorstellungsvideo gesagt habe, dieser Pfeil ist absolut identisch aufgebaut zu denen von Jack Archery. Bis auf, dass er gelbe Veins hat. 35 Pfund. 39,9 Meter pro Sekunde. Der nächste Kandidat für diesen Test ist Steambow mit den leichten Pfeilen. Hier starten wir mit der Übungsspitze. Gefolgt vom Bodkin, Jagdspitze und zu guter Letzt die Kriegsspitze. Übungsspitze. 39,9. Bodkin. 39,6. Jagdspitze. 38,2. Und die Kriegsspitze. 37,1 Meter pro Sekunde. Das war's bei Steambow noch nicht. Wir machen direkt weiter mit den schweren. Natürlich auch hier gleiche Reihenfolge, Übung, Bodkin, Broadhead und das Beste zum Schluss, die Kriegsspitze. Die Übungsspitze, 37,1. Der Bodkin, 32,4. Ach, man merkt, das Gewicht sorgt wirklich für langsamen Flug. ...31,8 bei der Jagdspitze. Und zu guter Letzt der Kriegsfall. 31,3 Meter pro Sekunde. Die Zielscheibe leidet massiv. Die und die Spitze. Ich kann euch absolut nicht empfehlen, den Kriegsfall oder die Rasierklinge auf eine Zielscheibe zu schießen. Das ist einfach nur unnötig und wird sicherlich teuer werden. Aber gut, dafür mache ich es ja für euch. Dann müsst ihr es nicht machen. Der nächste Teilnehmer ist S&K. Ich glaube, mittlerweile kennt ihr die Reihenfolge auswendig. Übungsspitze, Bodkin, Broadhead und auch hier der Kriegsfeil. Das sind die leichten Pfeile mit den schwarzen Veins. So, die Übungsspitze. 40,9. Der Bodkin, 39,9. Die Jagdspitze, 40,1. Und die Kriegsspitze, 39,4. Das Ganze machen wir noch einmal, und zwar diesmal mit den Patrolfarben Veins, also die extra schweren Pfeile. Übungsspitze, Bodkin, Broadhead. Broadhead. Und wir starten mit der Übungsspitze. 36,9. Der Bodkin. 36,1. Der Broadhead. 37,6. Und die Kriegsspitze. 37,0. Als nächstes testen wir bei S&K noch die 3K Carbon-Pfeile. Gleiche Reihenfolge wie immer. Übung, Bodkin, Broadhead, Kriegsfeile. Die Übungsspitze. 36,2. Der Bodkin, 36,0. Der Broadhead, 37,8. Und die Kriegsspitze, 36,9. Bei S&K muss ich hier noch eine Sache ergänzen. Und zwar, ich habe ja hier und da mal gesagt, dass ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass man die Kriegsfeile irgendwie Jagdbodkins oder traditionelle Jagdspitze oder so nennt.
Und genau das hat S&K tatsächlich getan. Und ich habe es falsch gesagt. Also das sind die Jagd-Botkins, nicht die Kriegsspitzen. Und das finde ich cool, aber dafür gibt es jetzt keinen Extrapunkt oder so. Das ist der Punkt der Herzen. Der nächste Teilnehmer für diesen Test, Pfeilmanufaktur Bale. Einmal die Botkin-Spitze, einmal die Bullet-Spitze. Beides die schwere Variante. Erst die Übungsspitze. 34,2. Und jetzt der Botkin. 35,2. Der nächste Teilnehmer ist crossbowtuning.com. Hier fangen wir mit den leichten Pfeilen an. Übungsspitze, Botkin, Broadhead. Als erstes die Übungsspitze. 40 Meter pro Sekunde glatt. Als nächstes der Botkin. 40,4. Und als nächstes der Broadhead. 39,9. Als nächstes testen wir die schweren und besonders schweren. Hier habe ich nur die Topheads. Dementsprechend werden wir je Pfeilgewicht auch nur einmal schießen. Wir schießen die einfach zweimal hintereinander. Also erst der blaue, eigentlich optimiert für den 90er Bogen. Wird jetzt hier knallhart missbraucht für den 35er. 36,7. Und der nächste Pfeil ist eigentlich für den 130 Pfund Doppelwurfarm von crossbowtuning.com. Heißt, eigentlich missbrauchen wir den jetzt sogar mit einer Differenz von 95 Pfund. Naja, wollen wir mal gucken. Bei crossbowtuning.com sind mir diese Pfeile beim Test durch die Lappen gegangen. Ich habe es einfach vercheckt, die Pfeile mal zu wiegen. Die sind nämlich die extra, extra schweren, also eigentlich für den 140er Wurfarm, den ich habe von crossbowtuning.com. Die sind halt nicht farblich markiert, deswegen hatte ich sie übersehen. Liegt einfach daran, weil als ich die Pfeile bekommen habe, gab es die farbliche Markierung noch nicht. Die kam ungefähr ein, zwei Wochen danach. Macht diese Pfeile natürlich um kein Stück schlechter, deswegen müssen wir sie natürlich definitiv testen, weil das sind echte Brecherteile. Die haben ein sehr interessantes Gewicht. Wir testen als allererstes den Tophead, beziehungsweise die Übungsspitze, dann den Botkin und zu guter Letzt den Broadhead, der hier übrigens Maneater heißt. Wir starten unsere Messung mit dem Tophead, also der Übungsspitze. 33,9 Meter pro Sekunde. Als nächstes der Botkin. 34 Meter pro Sekunde. Und zu guter Letzt der Broadhead. Und dieser erreicht im Test 35,6 Meter pro Sekunde. So, es wird Zeit, die Ergebnisse zu besprechen. Der Botkin von Winifred Mira wiegt 9,6 Gramm und hat eine Geschwindigkeit von 40 Meter pro Sekunde erreicht. Das ergibt dann somit einen Joule-Wert von 7,68 Joule. Die Kriegsspitze vom selben Hersteller wiegt 10,8 Gramm. Die Geschwindigkeit ist mit 37,5 ein wenig langsamer. Gleiches gilt für den Joule-Wert, denn der ist mit 7,59 Joule ein bisschen unter dem Botkin. Als nächstes kommt der Deep Penetration von XBO FMA. Er wiegt 9,76 Gramm und kommt auch auf 40 Meter pro Sekunde. Dadurch kommt er auf einen Wert von 7,81 Joule. Der Botkin von XBO FMA wiegt 8,97 Gramm und schafft eine Geschwindigkeit von 41,2 Meter pro Sekunde. Dadurch kommt er auf 135 FPS und erreicht einen Joule-Wert von 7,61 Joule. Die Targetspitze von Gogan wiegt 9,7 Gramm. Mit 40 Metern pro Sekunde kommt sie auf ungefähr 131 FPS und das ergibt dann 7,76 Joule. Der Botkin wiegt 9,6, kommt auf 39,8 Meter pro Sekunde, also ca. 130 FPS und erreicht dementsprechend 7,6 Joule. Der Jagdpfeil von Gogan wiegt 9,7 Gramm, erreicht 38,8 Meter pro Sekunde, also ca. 127 FPS und kommt damit auf einen Wert von 7,3 Joule. Ja, und der 6-in-Warbolt wiegt dann 11,3 Gramm.
Durch das schwere Gewicht erreicht er nur noch 36 Meter pro Sekunde, also 118 FPS, und landet dann bei nur 7,32 Joule. Yagatri. Die Targetspitze wiegt 9,3 Gramm, kommt auf 40,3 Meter pro Sekunde, das entspricht 132 FPS, und landet somit bei 7,55 Joule. Der Botkin ist genau 1 Gramm schwerer, wiegt also 10,3 Gramm, erreicht dann aber nur 38,5 Meter pro Sekunde, also 126 FPS. Durch das hohe Gewicht landet dieser Pfeil jetzt aber bei 7,63 Joule. Und der Hybridpfeil ist mit 12,2 Gramm ein echter Brecher. Er erreicht 36 Meter pro Sekunde, also 118 FPS, und landet bei sage und schreibe 7,9 Joule. Bei Yak Archery zähle ich ja auch den günstigen Pfeil von eBay mit rein, weil er einfach exakt gleich aufgebaut ist. Dieser kommt auf ein Gewicht von 9,7 Gramm und auf eine Geschwindigkeit von 39,9 Meter pro Sekunde, was ungefähr 131 FPS sind. Und somit kommt diese Übungsspitze auf 7,72 Joule. Kommen wir zu den Steambow Vollcarbon-Pfeilen. Die Targetspitze wiegt 9,4 Gramm und erreicht eine Geschwindigkeit von 39,9 Meter pro Sekunde. Also ca. 131 FPS. Dadurch landen wir am Ende bei 7,48 Joule. Der Botkin ist mit 9,7 Gramm ein bisschen schwerer, kommt dementsprechend nur auf 39,6 Meter pro Sekunde, also ungefähr 130 FPS, und landet am Ende dann bei 7,61 Joule. Die Jagdspitze wiegt 10,42 Gramm, kommt auf 38,2 Meter pro Sekunde, also 125 FPS, und erreicht somit 7,6 Joule. Ja, und die Kriegsspitze wiegt 11,17 Gramm und schafft 37,1 Meter pro Sekunde, also 121 FPS. Und somit landen wir dann bei 7,69 Joule. Bei den Hybridpfeilen wiegt die Übungsspitze bereits 11,16 Gramm. Also sehr ähnlich wie die Kriegsspitze und sie schafft exakt die gleiche Geschwindigkeit. Also 37,1 Meter pro Sekunde. Umgerechnet sind das ca. 121 FPS. Und am Ende landen wir somit bei 7,68 Joule. Die Botkins sind mit 14,83 Gramm echte Klopper. Dementsprechend schaffen sie auch nur 32,4 Meter pro Sekunde, was ca. 106 FPS entspricht. Trotz der langsamen Geschwindigkeit erreicht dieser Pfeil einen Wert von 7,78 Joule. Die Jagdspitze wiegt 15,39 Gramm und kommt auf gerade mal 31,8 Meter pro Sekunde. Das sind ca. 104 FPS und wir landen bei dem exakt gleichen Joule-Wert wie beim Botkin, also 7,78 Joule. Die Kriegsspitze ist mit 16 Gramm mit Abstand der schwerste Pfeil im ganzen Test. Dieser kommt nur auf 31,3 Meter pro Sekunde, was ca. 103 FPS entspricht. Durch das extrem hohe Gewicht kommen wir hier auf einen Joule-Wert von 7,84. Der nächste Teilnehmer im Test ist S&K. Die Übungsspitze wiegt 8,66 Gramm und schafft 40,9 Meter pro Sekunde, also ca. 134 FPS, und kommt damit auf nur 7,24 Joule. Der Botkin wiegt bereits 9,3 Gramm, schafft 39,9 Meter pro Sekunde, also ca. 131 FPS, und erreicht somit 7,4 Joule. Die Jagdspitze ist mit 9,48 Gramm noch immer relativ leicht und schafft dementsprechend 40,1 Meter pro Sekunde, also ungefähr 131,6 FPS. Und damit landen wir hier schlagartig bei 7,62 Joule. Ja, und jetzt kommt der Jagdbotkin. Der ist mit 9,92 Gramm sicherlich nicht mehr so leicht und schafft deshalb auch nur 39,4 Meter pro Sekunde, was einem Wert von ungefähr 129 FPS entspricht. Hier landen wir jetzt bei 7,7 Joule. Und jetzt kommen die schweren von S&K. Die Übungsspitze macht mit 10,69 Gramm den Anfang. Durch das hohe Gewicht schafft sie nur noch 36,9 Meter pro Sekunde, also 121 FPS, und landet dementsprechend bei nur 7,28 Joule. Der Botkin ist mit 11,34 Gramm schon deutlich schwerer und schafft aber immer noch 36,1 Meter pro Sekunde, also 118 FPS. Dementsprechend landen wir hier bei 7,39 Joule.
Der Jagdpfeil von S&K wiegt 10,66 Gramm, da reicht eine Geschwindigkeit von 37,6 Metern pro Sekunde, also 123 FPS. Dadurch landet er bei 7,54 Joule. Und der schwere Jagdbotkin wiegt 11,26 Gramm und schafft 37 Meter pro Sekunde, also 121 FPS. Und landet somit bei 7,71 Joule. Bei den Premium-Pfeilen wiegt die Targetspitze 10,7 Gramm und schafft 36,2 Meter pro Sekunde. Das entspricht ungefähr 119 FPS und einem Joule-Wert von 7,01. Der Botkin wiegt 11,22 Gramm und schafft 36 Meter pro Sekunde, also 118 FPS und kommt somit auf einen Wert von 7,27 Joule. Die Jagdspitze wiegt 10,48 Gramm und erreicht einen Wert von 37,8 Metern pro Sekunde, also 124 FPS. Und dementsprechend landen wir bei 7,49 Joule. Und nun der Jagdbotkin. Dieser wiegt 11,08 Gramm und kommt auf 36,9 Meter pro Sekunde, also 121 FPS und somit 7,54 Joule. Kommen wir zu den Thorsten Bale Manufakturpfeilen. Die Targetspitze wiegt 12,3 Gramm und schafft eine Geschwindigkeit von 34,2 Metern pro Sekunde. Das entspricht 112 FPS und einem Joule-Wert von 7,12 Joule. Der Botkin wiegt ein kleines bisschen mehr, nämlich 12,32 Gramm und konnte einen Wert von 35,2 Metern pro Sekunde erreichen. Damit landen wir bei 115 FPS und 7,63 Joule. Crossbowtuning.com. Hier habe ich den Botkin mit 9,26 Gramm. Dieser hat 40,4 Meter pro Sekunde erreicht, was ca. 133 FPS entspricht. Somit landen wir bei 7,56 Joule. Der leichte Jagdpfeil wiegt 9,5 Gramm und schafft 39,9 Meter pro Sekunde. Das sind ungefähr 131 FPS und somit exakt wie der Botkin 7,56 Joule. Nun kommen wir zu dem Pfeil für den 90er Bogen. Dieser wiegt 10,95 Gramm und kommt auf 36,7 Meter pro Sekunde. Das sind ca. 120 FPS und 7,37 Joule. Dann haben wir den Tophead mit der roten Nocke. Dieser wiegt 12,66 Gramm und erreicht eine Geschwindigkeit von 43,7 Metern pro Sekunde, was ungefähr 114 FPS entspricht. Und somit 7,62 Joule. Und als nächstes kommt nun die extra schwere Serie für die 2.0 Serie der CrossbowTuning.com Doppelwurfarme. Der Tophead wiegt hier 13,18 Gramm und kommt mit dem 35er Bogen auf 33,9 Meter pro Sekunde. Das entspricht 111 FPS und 7,57 Joule. Der Botkin wiegt 13,11 Gramm und landet bei 34 Metern pro Sekunde, also ca. 112 FPS. Dementsprechend hat er 7,58 Joule. Die Jagdspitze wiegt 12,51 Gramm. Sie beschleunigt auf 35,6 Meter pro Sekunde, was ungefähr 117 FPS entspricht. Und damit landet dieser Pfeil bei 7,93 Joule. Die Punkte werden wie folgt verteilt. Für die Bewertung habe ich mir sowas halb Ausgeklügeltes ausgedacht. Ich sage es direkt vorweg. Deswegen, wenn die FPS und Joule-Werte für euch keinerlei Einfluss auf den Pfeiltest haben sollen, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann tragt ihr einfach in der Gewichtungstabelle eine 0 ein. Dann fällt dieser Punkt komplett aus der Wertung raus. Denn, ich habe es ja schon mal angekündigt, FPS und Joule arbeiten in der Regel gegeneinander. Aber gut, starten wir. Und zwar, Xbo FMA und Winifit Mira haben zusammen kumuliert und daraus den Mittelwert gezogen, einen FPS-Wert von 130 FPS. Das ist ein sehr hoher Wert und dementsprechend gibt es hier volle Punktzahl 5 Punkte. Der Joule-Mittelwert liegt bei 7,67 Joule. Auch das ist ein sehr hoher Wert und hier vergebe ich auch 5 Punkte. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass diese Messung nur für den 35er Bogen gilt. Die Messungen mit 55, 90 und 120 folgen in den nächsten Folgen von 7 vs. Target. Unser nächster Teilnehmer, Gogan, hat einen durchschnittlichen FPS-Wert von 126,8. Das ist ein bisschen weniger, dementsprechend gibt es hier nur 4 Punkte. Bei der Joule-Zahl landen wir im Mittelwert bei genau 7,5 Joule und auch hier gibt es nur 4 Punkte. Yak Archery und der China-Pfeil kommen auf einen Mittelwert von 126,89 FPS. Dafür gibt es 4 Punkte.
Bei Joule landen wir im Mittelwert bei 7,61 Joule. Und das gibt 4,5 Punkte. Bei Steamo haben wir durch die hohen Pfeilgewichte bei der Hybrid-Serie einen sehr niedrigen FPS-Wert. Dieser liegt bei 117,86 FPS. Das gibt 3 Punkte an der Stelle für den 35er Bogen. Allerdings hat Steamo den allerhöchsten Joule-Wert von allen Teilnehmern. 7,68 Joule. Und das gibt 5 Punkte. S&K kommt im Mittelwert auf 124,34 FPS. Das gibt 4 Punkte. Der Joule-Mittelwert liegt bei 7,43. Das gibt 4 Punkte. Die Pfeilmanufaktur Bale erreicht mit den besonders schweren Pfeilen nicht allzu hohe Werte. Hier kommen wir nur auf 114 FPS. Und dementsprechend gibt es hier auch nur 3 Punkte beim 35er Wurfarm. Der Joule-Mittelwert ist mit 7,41 voll in Ordnung und damit gibt es noch immer 4 Punkte. Crossboardtuning.com kommt auf ca. 120 FPS im Mittelwert und dadurch gibt es hier 3,5 Punkte. Beim Joule-Wert landen wir bei 7,6 Joule und das gibt 4,5 Punkte. So, und das waren jetzt alle Teilnehmer, alle Zahlen, Daten, Fakten zum 35er Wurfarm. Und in der nächsten Folge schauen wir uns die Präzision mit dem 35er Wurfarm an. Jetzt möchte ich aber noch was zum Thema Präzision sagen. Und zwar, ja, natürlich hast du recht, wenn du sagst, ich müsste eigentlich die Stinger einspannen, um Verreißen und Schützenfehler gänzlich auszuschließen, damit man wirklich, wirklich nur die Präzision des Pfeils hat. Das ist auch richtig, absolut. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeiten dazu. Da bin ich ganz ehrlich, das kann ich nicht stemmen. Einmal aus Platzgründen, einmal aus Geldgründen. Ich habe nicht so einen Schießbock, wo ich das Ding einspannen kann. Ich hätte halt unten im Keller eine Werkbank. Das heißt, da können wir aber auch nur auf 10 Meter dann testen. Und das ist beim 90 Pfund Bogen relativ uninteressant. Ich habe da lange, lange Zeit mit Zuschauern von mir debattiert, wie man es am besten machen würde. Und letztendlich habe ich mich folgendermaßen entschieden. Ich werde den Präzisionstest so durchführen, wie ich es vorhatte. Das heißt, eigentlich ist es kein Präzisionstest, sondern eher ein Genauigkeitstest. Denn hier wird nichts eingespannt. Da sind Schützenfehler drin. Aber ich denke mir halt, es spielt eigentlich ja überhaupt gar keine Rolle, wie toll der Pfeil performt, wenn das Ding eingespannt ist, wenn er dann total daneben geht, wenn du ihn im Stand schießt. Und da die meisten Leute die Stinger im Stehen schießen und nicht im Sitzen und aufgelegt, werde ich das vermutlich auch so tun. Das ist natürlich jetzt schade für alle, die sich wirklich diesen absolut hundertprozentigen Präzisionstest gewünscht haben. Aber das mache ich nur, weil ich eine Lösung gefunden habe. Und zwar, ihr kennt sicherlich meinen geschätzten Kollegen Eric von Fletched Evolution. Der ein oder andere denkt wahrscheinlich, dass wir ja alle Konkurrenten sind hier auf YouTube. Aber ganz ehrlich, ich verstehe mich mit Eric wunderbar. Wir haben das gleiche Thema, aber völlig andere Herangehensweisen. Und ich glaube, das ist für jeden einfach eine Bereicherung, wenn es uns beide gibt. Und deswegen hatten wir uns überlegt, ob wir bei diesem Test nicht gemeinsame Sache machen wollen. Und das machen wir. Denn der Eric hat die Möglichkeiten, platztechnisch und auch geldtechnisch. Er hat einen Schießbock und er hat auch den Platz dafür. Ich habe den hier nicht und meine Werkbank kann ich halt nicht mit in die Kiesgrube nehmen. Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, die Schützenergebnisse, also die Realergebnisse, findet ihr dann hier auf meinem Kanal und die wirklichen Präzisionsergebnisse findet ihr dann bei meinem Kollegen Eric Graham. So kommt, denke ich, jeder auf seine Kosten. Und mich persönlich freut es einfach riesig, mit Eric an der Stelle zusammenzuarbeiten. Falls ihr mich und Eric noch nicht abonniert habt, dann klickt jetzt hier auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Und beim Eric auch auf Abonnieren und aktiviert auch da die Glocke, weil nur so erfahrt ihr den ganzen umfassenden Pfeiltest. Am Ende werden wir dann die Ergebnisse zusammentragen und in einer Excel-Tabelle aufbereiten. Es hat mich riesig gefreut, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, hier bei Mac. Nächste Woche schauen wir uns dann die Präzision an. Ich übe jetzt schon mal ein bisschen. Aber ja, ihr habt es gehört, es sind Katzen im Zimmer. Deswegen wird jetzt auch nicht geschossen. Nicht jetzt. Nicht jetzt. So, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann und ciao.